Aha, wird auch Zeit. Hallo Leute und willkommen hier bei Miapple. Ja, wird echt Zeit, dass hier das iPhone 10 mal angekommen ist. Die Dinger haben ja eine Lieferzeit, meine Güte, richtig brutal mittlerweile. Und das hier ist das Telefon von meiner Freundin. Die hat jetzt echt lange, lange, lange drauf gewartet und freut sich schon, wenn ich hier fertig gefilmt habe, dass sie es endlich auspacken darf. Ihr seht schon, sie hat sich für die grüne Variante entschieden. So mintgrün ist meiner Meinung nach auch die schönste Farbe von den hier angebotenen. Und das hier ist die 256 Gigabyte Variante. So, aber wir quatschen hier gar nicht lange rum. Denn das hier soll nur ein ganz kurzes Unboxing-Video werden. Designmäßig kennt man die ganze Geschichte ja schon. Hier ein leichter Hochdruck drauf, dass man das iPhone hier noch ertasten kann. Und wir lüften mal das Geheimnis und sehen, ja, eine schöne grüne iPhone-Rückseite. Und dann haben wir hier, ich wollte es schon rauskippen, eine ordentliche Lasche. Wir heben es mal raus, legen es kurz zur Seite, schauen noch mal, was hier so im Packungsinhalt mit dabei ist. Ganz klar, hier die üblichen Geschichten. Für diejenigen, die noch nicht wissen, wie man so ein iPhone bedient, gibt es hier nochmal die Kurzanleitung in Bonjour, Hallo, Hallo mit SIM-Tool und dann haufenweise Garantiebestimmungen und natürlich die obligatorischen, immer noch, wie immer, weißen Apple-Sticker. So, das kann dann mal rüber. Und jetzt kommt, na, ich sag mal, der etwas enttäuschende Part des Unboxings. Ja, also wir haben immer noch das kleine, ich sag mal, popelige 5-Watt-Netzteil, das wir seit Ewigkeiten mitgeliefert bekommen und nicht das stärkere Netzteil, das die iPhone 11 Pros hier spendiert bekommen. Naja, also Apple, irgendwo wollen sie halt immer noch ein bisschen sparen. Dann haben wir hier auch noch einen Sparfaktor. Das normale Kabel Lightning auf USB-A, nicht Lightning auf USB-C, wie bei den Pro-Modellen. Und dann hier nochmal die ganz normalen Apple EarPods. Mit so einem Lightning-Anschluss. Ne? Kennt man alles schon, nichts Neues. Und hier haben wir dann mal das iPhone 11 Pro mit Glasrückseite, die glossy ist, also die glänzt. Und hier die Kameralinse, die ist in diesem Frosted Glas, also dieses matte Glas. Genau umgekehrt wie bei den Pro-Modellen, die haben hinten matt und hier auf oben dann glänzend. Hier ist matt. Und der Rest eben glänzend. Da haben wir die Vorderseite ab und wir hören mal ganz genau hin. Ich gehe mal nah ans Mikrofon. Vielleicht bekommen wir ja was Schönes eingefangen. Keine Ahnung, wie es sich für euch angehört hat, da oben im Mikrofon, aber hat ganz befriedigend geklungen. Und ja, das Ding ist schon ein bisschen. Also ich merke, ich habe ja ein iPhone 10 normalerweise. Ich merke schon, dass das Ding hier breiter ist. Also ich bin mal gespannt, wie meine Freundin damit zurechtkommt. Sie wollte ja immer nur ein kleines iPhone haben. Hier habe ich nochmal die versammelte Mannschaft hingelegt, dass man die Größenvergleiche mal sehen kann, wie sich das so verändert hat mit den iPhones. Also hier Größe iPhone 5, 5S, iPhone 6, iPhone 10, iPhone 11. Ne, ohne Pro, ich wollte schon wieder Pro sagen, iPhone 11. Und das hier ist ein altes Max-Modell. Ja, schaut euch das mal an. Also da ist man doch schon einen ziemlich langen Weg gekommen von den kleinen, kompakten iPhone 5ern jetzt zu den aktuellen Modellen. So, wir schauen mal rum. Ich mache in der Zwischenzeit schon mal hier das Display an. Saft müsste ja drauf sein. Na, jawohl, da kommt der Apfel. Und ganz interessant, der Apfel kommt ja hier mittig auf dem Display und der ist jetzt auch mittig auf der Rückseite. Der ist ja von hier oben etwa hier runtergewandert. Moment, ich habe hier irgendwo, da habe ich noch ein älteres iPhone liegen. Da kann man es nämlich schön sehen. Hier war der Apfel ziemlich weit oben und jetzt ist er eben hier in die Mitte gewandert. Dafür ist aber die Rückseite sehr viel cleaner geworden. Wir haben nur noch das CE-Zeichen und hier die kleine Mülltonne und sonst gar keine Schriftkram mehr auf der Rückseite, was wir ja sonst zuhauf immer noch gehabt haben bei den älteren Modellen. Also das finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Dann gibt es hier natürlich die Dual-Kamera, das ist einmal die ganz normale Kamera und die Weitwinkellinse. Und beim iPhone 11 Pro haben wir dann hier ja noch den zweifach optischen Zoom, der dann im iPhone 10 und 10S auch schon drin steckte. Dann haben wir hier noch den Blitz und ein kleines Mikrofon. Und ach, das hat ja auch einen richtig schönen kleinen Mikrofongrill. Schaut euch den mal an. Sehr, sehr schnuckelig. So, die Farbe sieht gut aus, Fingerabdrücke. Ich touch mal ein bisschen hier dran rum. Ja, und wir schauen mal kurz drüber. Boah, sieht eigentlich ganz okay aus. Hier unten kann ich ein bisschen was erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber sieht jetzt nicht mega fingerabdruckanfällig aus. Außer hier auf dem Apfel natürlich. Aber naja,
Dann haben wir hier die Seiten, das ist, oh, das ist ja auch ganz anders, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also die Seiten, das ist auch Aluminium, was wir hier haben. Schönes, mattes Aluminium, sieht schön nett aus, gefällt mir. Powerbutton ist für mich mit meinen großen Pfoten hier einhändig ja, gut erreichbar, da komme ich also genau drauf. Lauter und leiser, also wenn ich es jetzt mal so normal halte, mein Gott, die Kamera muss weiter weg. Wenn ich es mal normal halte, ich nehme es mal so hoch, so, dann seht ihr es besser. So würde ich jetzt mein Telefon halten, ich käme dann hier unten noch dran und mit Strecken komme ich noch hier oben dran. Aber wenn ich jetzt an lauter und leiser dran will, komme ich hier jo, an leiser noch dran. Aber für lauter müsste ich schon ein klein bisschen umgreifen. Also das ist schon ein großes Gerät. Dann haben wir da noch den normalen Mute-Switch hier oben. Einmal da, schwupps. Und dann ist dann stumm geschaltet oder auch wieder laut geschaltet. Schauen wir auf die Unterseite. Dort finden wir natürlich den Lightning-Anschluss. Dann hier den Lautsprecher, den einen der beiden. Und links da ist dann noch das Mikrofon versteckt. Auf der Oberseite finden wir iPhone-typisch natürlich nichts. Aber dann hier, das ist noch interessant, die SIM-Karte, die kommt jetzt hier unten rechts rein. Das ist ja mal eine neue Positionierung. Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen, dass sich das so geändert hat. Tja, und dann wäre der Rundgang im Prinzip auch schon beendet. So, ich stelle es mal wieder hin. Das wäre es also, das iPhone 11 in grün, 256 GB für meine Freundin, damit die endlich mal ein Upgrade bekommt von ihrem iPhone 7. Und das Display, boah, sieht soweit ganz gut aus. Ist natürlich das LCD-Display. Ich bin ja jetzt mittlerweile so eine kleine OLED-Schlampe. Ich bin ja voll auf OLED. Und möchte eigentlich kein LCD-Display mehr haben. Und mir fällt auch auf, dass die Ränder hier immer noch ein gutes Stückelchen, naja, was heißt ein gutes Stückelchen, immer in Relation, aber die sind doch dicker als jetzt bei den Pro-Modellen oder auch beim 10S oder bei meinem iPhone 10. Da hätten sie ruhig ein bisschen, ja, ein bisschen mal schrumpfen können hier die Ränder. Aber naja, es ist wie es ist. Auf jeden Fall ein gutes Gerät. Ich denke, sie wird sehr glücklich damit sein. Und deswegen beende ich auch dieses Unboxing, Freunde. Und bringe das jetzt mal schnell auf ganz leisen Sohlen zur eigentlichen Besitzerin. Ihr habt Verständnis, oder? Jawohl, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.